gut. Ja, ich habe keine Schlüsselmission mehr. Hui, hui. Dann gucken wir doch mal, was es denn so Neues gibt. Ab. Oh oh, hier passiert irgendwas. Hier passiert irgendwas Großes. Los, minna atsumatta na. De, nan nan da? Kurohige no mokugeki joufou ga haitta tte hanashi da. Aitsu mo kono sekai ni kiten no ka? Dou mo, Matterhorn to Mekishiko という basho de, hobo doujigoku ni mokugeki sareta という hanashi jo. Rei no replika ka? Dochira ni seyo. Kurohige ga Venomuzu to sesshoku shita koto wa machigai nai yo jana. 偽物だろうと本物だろうとまとめて全員ぶっ倒せばいいんだな。どうした？腹でも減ってるのか？黒ひげについて？別に。俺も気にはなっていた。黒ひげは俺たちの世界で暴れまくっている海賊の一人だ。強いのか？ああ、うんざりするほどな。そうか。 長官からの通信です。そこにいたのか。ニューヨークでマーシャル D. Teach、通称黒ひげの襲撃が確認された。ベータチームとともに出撃してくれ。気をつけろ。黒ひげは目的のためなら手段を選ばねえ。偽物だろうが本物だろうが気を抜くな。Wenn man jetzt die Musik nicht hört, dann sieht es ziemlich lächerlich aus, was ich treibe. Also irgendwie sieht seine Animation ziemlich komisch aus. Ja, Boa Hancock gewinnt gegen Blackbeard, ist klar. Ein perfekter Sieg. Und Boa Hancock fickt Blackbeard. Tja. So ist es halt. やるじゃねえか。だがな、この程度で俺は倒れねえぞ。お前ら、待たせたな。おお、麦わらじゃねえか。会えて嬉しいぜ。わけのわからねえ世界で周りは知らねえやつばかり。ちょうど寂しかったところだ。黒ひげ、お前、本物か？ いきなり現れたかと思えば何言ってんだ。とぼけんな。お前もベノムズの仲間になったんだろう。ベノムズだ。Genau, als Ruffy ein Wort kennt wie paktieren. 麦わら、てめえの方こそどうなんだ。どこの馬の骨ともわからねえ連中とつるんでるようじゃねえか。海賊を辞めて仲良しごっこでも始めたか。俺も忙しいんだ。 Ja, boah. So ein schöner Hintergrund. Wenn schon wieder der Name nicht wäre. Howdy ho! Oh, ich bin durchs Tuch gefallen.
Men in Black sind hier. Oh, Ichigo hat eine Mission für mich. Huhuhu. Ichigo Kurosaki. Bist du sicher, dass du dich bewegen kannst? Ich habe gehört, du wurdest im letzten Kampf schwer verwundet. Ja, mir geht's gut. Keine große Sache. Ich habe eine Frage. Kennst du einen Shimigami mit einem brennenden Schwert? Ja, tue ich. Was ist mit ihm? Dann könnte es jemand aus deiner Welt gewesen sein. Weißt du? Ein Typ, der komplett in Bandagen eingewickelt ist und einen halben Kimono trägt? Genau. Unheimlich talentiert im Umgang mit dem Schwert. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn kenne. Wir haben eine Anfrage von Naruto aus Team Gamma. Er sagt, dieser Mann halte sich jetzt in Hongkong auf und er möchte, dass wir die Lage auskundschaften. Jetzt verstehe ich. Na sicher, schauen wir uns das an. Ich weiß das zu schätzen. Ja, zum Beispiel Kenpachi Tsuraki aus dem Bleach-Universum sollte eigentlich einer der ursprünglichen Charaktere werden. Hier in Jump Force, wurde aber dann nochmal rausgenommen, kommt möglicherweise als DLC irgendwann. Das ist also der Typ, hm? Und, kommt dir irgendwas an ihm bekannt vor? Nein, nichts. Hört auf, herumzuschleichen und zeigt euch, seid ihr Spione der Regierung. Mist, er hat uns gesehen. Ja, so ganz unauffällig. Steht ihr einfach mal da. Ihr da, woher kommt ihr? Wer weiß, es hätte ein wertloses Japan in der Meiji-Ära sein können oder die Tiefen der Hölle. Ich befürchte, meine Erinnerungen sind etwas getrübt. Aber was ich sicher weiß, wo auch immer ich bin, es ist nicht das Japan der Meiji-Ära. Also möchte ich wissen, wo sind wir? Nichts als schreiende Feiglinge hier, sie sind es nicht einmal wert, getötet zu werden. Diese Welt ist schlimmer als die Hölle. Du bist der Erste, der mal etwas Mumm beweist. Du hast ein Schwert, also kannst du kämpfen, oder? So ein Mist. Interessante Klinge, die du da bei dir trägst. Das Wetter ist heute recht kühl. Schätze, ein kleines Training kann nicht schaden. Ich brauche keine Einzelkämpfe. Ich nehme es mit euch drei gleichzeitig auf. Ja, Shishio, du hast nicht mal irgendwelche Kräfte. Du kämpfst gegen einen, der Sand manipulieren kann, gegen einen, der sich in so einem Halbkopf verwandeln kann. Und natürlich gegen mich. Zehn! Den Halbgott in Weiß. Ach, das war ja easy. Easy peasy lemon squeezy. Verdammt, er ist stark. Seine Kraft ist größer, als ich es mir vorgestellt hatte. Erkennst du jetzt den Unterschied in unseren Fähigkeiten? Aber du hast Potenzial. Wie wär's? Willst du dich mir anschließen? Was? Ich werde diese Welt irgendwann beherrschen. Du sollst dich geehrt fühlen, einen Platz an meinem Tisch angeboten zu bekommen. Red keinen Blödsinn, ich würde jemanden wie dir niemals dienen. Ich verstehe, dann ist es jetzt Zeit für dich zu sterben. Verdammt, ich habe keine Zeit mehr. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Er hat doch nicht mehr eine Uhr. Moment! Lass gut sein, Ichigo. Wir sollten erstmal in die Basis zurückkehren. So ein Mist.
Dieser Typ war wirklich stark. In unserer Welt hätte das ein knapper Kampf, wäre das ein knapper Kampf gewesen. Ja, wir regeln das im nächsten Kampf. Wir müssen beide stärker werden, Zane. So, dann müssen wir jetzt nur noch zu Team Gamma. Hap, 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 hap. Das wäre aber Team Beta, oder? Ja, da waren wir wahrscheinlich schon. Yeeha! Ja, hier ist erstmal nichts mehr. Dann nur noch hier runter. Wie bei Mario 64 damals. Oh, hier sind sogar zwei Missionen. Dann gehen wir mal zu dem hier. Für einen Krieger ist nichts wichtiger als sein Training. Kennst du diese Geschichte? Vor langer Zeit im alten China gab es einen Händler, der einen Speer und einen Schild verkaufte. Der Händler behauptete, dass der Schild stark genug sei, um jeden Hieb standzuhalten. Und der Speer sagte, er könne jeden Schild durchstoßen. Dasselbe gilt für meine Fäuste und für meine Schilde. Meine Drachenfaust kann alles durchdringen, während mein Drachenschild undurchdringbar ist. Ja, und wenn der Speer gegen den Schild haut, was ist dann? Wer gewinnt dann? Was denkst du, würde passieren, wenn meine Fäuste auf mein Schild treffen würden? Oh, da kommt's. Ich weiß nicht, so etwas ist schon einmal passiert. Damals sind sowohl Schild als auch Speer zerbrochen, aber das lag daran, dass ich noch jung und einfältig war. Wenn ich Speer und Schild an ihr Maximum trainiere, sollte ich ihre Grenzen überwinden können. Zunächst möchte ich mich auf meine Drachenschilde konzentrieren. Wirst du mir dabei helfen, Zane? Na klar. Dann greif mich an und gib alles. Probier doch mal, ob du meinen undurchdringlichen Drachenschild überwinden kannst. Nicht Abwehr. Ich hasse es. So, abgewehrt. Bam, bam. Und zack! Klappt's bei dir? Oh nein! Aua! Mann! Oh nein! So! Lichtgranate! Nein! Ja! Meine ich. Drachenschild. Drachenschild, mein Arsch. Sehr beeindruckend. Allerdings ist es dir nicht gelungen, meinen Drachenschild zu durchdringen. Alter, ich hab dir voll auf die Fresse gehauen. Das war ein effizienter Zeitvertreib, ich danke dir. Also dann, lass uns in die Basis zurückkehren.
Was ist? Nein, das kann nicht sein. Mein undurchdringliche Drachenschild hat einen Kratzer. Ist das im letzten Kampf passiert? Aber das bedeutet ja... Zane, du bist viel stärker, als du aussiehst. Was willst du damit sagen, hä? Was willst du damit sagen mit deinem lächerlichen Jade-Kostüm da? Hier. Teabagging. So. Und jetzt verprügel ich noch den anderen auch noch. Du möchtest mit mir zusammen trainieren? Es ist mir eine Freude. Eigentlich nicht, aber die Story zwingt mich dazu. Hast du jemals die Macht eines Cosmo gespürt? Hey, Cosmo, Cosmo und Wanda. Ich kann dir ansehen, dass du es nicht hast. Mir ging es einst genauso. Man sagte mir, ich solle das Unmögliche tun, einen riesigen Felsen zerschmettern. Ich war damals 6 Jahre alt. Natürlich habe ich versagt. Und deswegen sieht dein Gesicht so aus. Bäm. Aber das kannst du erst jetzt. Natürlich, nichts leichter als das. Und nicht nur ich, jeder sehen kann es ohne Probleme. Oh Mann. Jeder hier ist einfach viel weiter als alles, was in meiner Welt existiert. Mir geht es genauso. Seit ich die Jump Force beigetreten bin, birgt jeder Tag neue Überraschungen. Wir schweifen ab. Zane, wenn du meinen Superangriff einsetzen willst, dann musst du den Kodex der Zanes verstehen und wie wir denken. Wir Zanes erhielten Mächte jenseits der Sterblichen, um Athena im Krieg der Götter mit nichts mehr als unseren Händen zu beschützen. Nimm die Bronze-Saints, die niedrigsten Ränge unseres Ordens. Sogar ihre Fäuste bewegen sich schneller als der Schall und sie können Materie auf atomarer Ebene zerstören. Und die Gold-Saints können sich schneller bewegen als das Licht. Du kannst dir vorstellen, wozu man solche Macht missbrauchen könnte. Warte, schneller als der Schall und das Licht. Ja, genau. Warum? Menschliche Körper sind nicht stark genug, um sich so schnell wie der Schall zu bewegen und schon gar nicht so schnell wie das Licht. Oh oh. Wir haben Venoms auswendig gemacht. Bereitet euch darauf vor, aufzubrechen. Perfektes Timing. Jetzt könnt ihr selbst sehen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Ah, Maulsperre. Au. Au. Oh. Das war eine dumme Idee. Jotaro, Zane, gehen wir. Okay. Ah, das hat wehgetan. Eieieiei. Aua. Aha, ich kann die Attacken aufladen. Okay. Boom. Coole Sache. Okay, schon wieder was Neues gelernt. Aua! Alter! Bam! Da.
Bam, bam. Ora, ora, ora. Nein! Aber nicht so viel. Okay, nochmal. Allerdings habe ich schon wieder was Neues gelernt, das ist schon mal ganz cool. Counter-Attack! Ja, Mann! Bah! Hau ihn in die Fresse! Oh, alle sind im Level aufgestiegen. Geile Scheiße! Siehst du, was ich meine? Entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe, aber wie zum Henker stellst du das an? Nicht nur du, sondern auch die anderen Saints. Unglaublich. So eine Macht ist nötig, wenn man als Mensch gegen einen Gott kämpfen will. Aber ich muss sagen, Jotaro, ich bin überrascht, dass du überhaupt weißt, wie schnell Schall und Licht sind. Ich dachte, du hättest mit dem Lernen genauso viele Probleme wie ich, aber offenbar lag ich falsch. Ach, das ist nur, weil es da einen Job gibt, den ich irgendwann einmal haben will. Ein Job also, ja? Über sowas habe ich noch nie nachgedacht. Ich trainiere meine Kampfkünste, seit ich ein Kind bin, und ich kämpfe immer noch. Ich schätze, wir können uns später Sorgen um die Zukunft machen. Ich bin froh, dass du in diesem Krieg an meiner Seite bist. Schleim, Schleim, Schleim. Oh, ich muss, glaube ich, gleich niesen. Oh ja, huhu. So, was gibt's jetzt zu tun? Liha! Wuhu, wihi, juhu, waha. Also hier nichts mehr. Ich glaube, als nächstes kommt wieder eine richtig fette Mission, aber die werde ich wahrscheinlich nicht mehr heute machen. Oh, meine Nase. Balla. Balla, die Waldfee. Hey, ich will auch einen Apfel. Was meinst du? Du hast gerade einen, oder? Ich habe ihn verschwinden sehen. Wo hast du ihn versteckt? Ich fürchte, du liegst falsch. Wie könnte ein Apfel plötzlich verschwinden? Wenn man ihn isst, natürlich. Ha, ha, er hat recht. Hm? Hast du was gesagt? Nein. Okay. Ich bin beeindruckt, Leid. Seine Instinkte sind wirklich sehr ausgeprägt. Ruhe. Mann, ich hab Hunger. Du nicht? Ich kann's kaum erwarten, bis die Welten wieder so sind wie früher und wir ein Festmahl mit Bergen von Essen kriegen. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren, wenn wir die Venoms besiegen und den Frieden wiederherstellen wollen.
Hehe, da hast du recht. Geben wir unser Bestes, okay? Na klar, man sieht sich. Oh oh, bei der Nase. Monkey D. Ruffy. Ich kann nicht sagen, ob er wirklich so unbekümmert ist, wie er wirkt, oder ob er nur so tut. Du denkst zu viel darüber nach. Er hat offensichtlich nichts in der Birne. Das werden wir noch sehen. Boah. Oh nein, es beginnt doch die große Mission wahrscheinlich. Fuck! Hop, 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 hop. Ja gut, bevor wir aber die machen, beende ich für heute erstmal den Stream. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, wisst ihr ja, klickt einmal auf den Follow-Button, auf den Abonnieren-Button, wie auch immer es jetzt in dem Ding, wo ihr gerade zuschaut, heißt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.